Eieiei. So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ey, der muss doch hier drin hocken, der Kasper. Apropos Kasper, ey, leg mich doch am Arsch, jetzt werde ich hier auch noch entdeckt, ey. Hier muss nämlich der Matthäus sein irgendwo. Mit dem sollten wir reden. Ist das der Matthäus? Wieso stöhnt der so blöd? Na? Dorfbewohner. Willkommen, Servus. Sauber. Ja. Bei mir ein Glück. So. Ist doch schön, wenn ihr sauber habt hier. Das ist Grundvoraussetzung für ein öffentliches Gebäude. So. Ich frage ihn noch mal, den Fritz. Servus, Fritz. Grüß dich, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Du Depp, ich bin's. Scheiße. Alles Gute. Ich bin's doch, Mann. Ist der hier drin? Nee, hier ist er nicht drin. Können wir hier was klauen? Nee. Hätten wir jetzt auch sowieso nicht gemacht. Die sehen mich doch hier gar nicht, ey. Sie verarschen. Aber ich habe Pluspunkte bei den Jungs hier. Da haben wir doch, hey, kommst du auf jetzt? Haben wir hier was drinnen? Nee. Ich habe gehört, genau, lauf du erst mal nach unten. Pass auf, wo du hingehst. Ja, komm, gemütlich. Okay, hier haben die noch Bälle her und trinken und schießen mich tot. Sieh die Nacht, die haben ja auch Feuer, aber die haben hier keinen Kamin. Aber Fenster ist gut am 15. der Nacht durch. Ich begrüße dich. Hey, Matthäus, servus. Hier ist dein Anteil. Welcher Anteil? Ach so! Ja genau, welcher Anteil, ne? Welcher Anteil? Was zum Teufel faselst du da? Naja, diese Sache mit Thomas. Also? Irgendwie fiel uns sein Ring in die Hände. Welcher Thomas? Ja, ich weiß natürlich, welcher. Thomas? Wer ist das? Der Vormann bei der Ledetschkoer Mühle, wo du uns Arbeit besorgt hast. Naja. Seid ihr verrückt? Wenn jemand erfährt, dass ihr ihn bestohlen habt, gibt's mächtig Ärger. Beruhige dich. Genau genommen war's kein Diebstahl. Wir wissen, dass er den Ring selbst geklaut hat, also ist er auch geliefert, wenn er das Maul aufmacht. So, hast gut gemacht. So, wo habt ihr ihn verkauft? Wo habt ihr jemanden gefunden, der ihn gekauft und keine Fragen gestellt hat? War nicht leicht. Aber dann hat Fritz an Andreas gedacht. Was? Doch nicht der Wirt hier, oder? Andreas? Der Wirt hier. Man erzählt sich allerlei Dinge über ihn. Und wie ist's mit ihm gelaufen? Also, zuerst war er sich unsicher. Aber als er den Ring gesehen hat, hat er ihn uns abgekauft. Ehrlich gesagt überrascht mich das nicht. Immerhin geben wir das Geld sowieso wieder bei ihm aus. Das stimmt. Was als nächstes? Und was habt ihr als nächstes vor? Jetzt, da du es erwähnst. Sag schon, was habt ihr jetzt wieder ausgeheckt? Die Macht der Gewohnheit. In Sasau haben wir versucht, artig zu sein. Ach Gott. Ach Gott, mir schwanche. Sasau, die Spinner sowieso alle im Kloster dort. Ich bin gespannt. So artig, dass ihr einen Grünschnabel verdroschen habt. Ganz genau. Ach Gott. Wir mussten in der Mühle malochen.
und hab der Müllers Tochter schöne Augen gemacht. Und wir wurden fortgejagt. Ja. Das einzig Lohnende war, diesen Drecksack zu verhauen, seinen Ring zu klauen und den Andreas zu verscherbeln. Ihr könntet euch da ganz schön in was reinreiten. Und in was? Keiner hier schert sich einen feuchten Furz um das Gesetz. Und wenn wir einem Dieb eins in den Wäldern überziehen oder einen Wagen mit Vorräten für Sigismund überfallen, raubt mir das auch nicht den Schlaf. Na, ihr seid schon so kalt, ne? Diese Schweine hätten Schlimmeres verdient. Aber dafür ist Herr Hanusch da. Was können wir schon ausrichten? Wach auf, um Himmels Willen! Es herrscht Krieg! Die haben unsere Eltern aufgespießt und verdammt nochmal unser vermaledeites Dorf niedergebrannt. Juckt dich das überhaupt nicht? Wo geht jetzt hier das Gespräch hin? Doch, natürlich. Und jetzt zieht eine plündernde Horde von Schweinen durch Scarlet. Diese Ärsche stapfen über die Asche von Jeremia, Desmond, Siegfried und Tristan. Und Isolde? Die schnappen wir uns. Hacken wir diese Bastarde in Stücke, einen nach dem anderen. Ich kann das nicht hinnehmen, Heinrich. Selbst wenn ich's allein tun muss, ich werde mich rächen. Ja, wir können dir natürlich helfen, natürlich, klar. Du bist nicht allein. Entschuldigung. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich wusste es. So, der muss jetzt raus. So, wegen meines Anteils für den Ring. Wir machen erstmal das. Wie sieht der Plan aus? Nun, ich dachte, der hiesige Wirt Andreas könnte helfen, aber der hat Bammel. Frag am besten Fritz. Er hat das mit dem Ring geregelt und kennt Andreas besser. In Ordnung, mache ich. So, Quest bekommen, Maskerade, sehr schön. Wegen meines Anteils für den Ring, ne? Und ich will den größeren Anteil, wir machen mal das. Ich will mehr Geld für den Ring. Und warum das? Weil ich's kann. Weil wir richtig dicke Kumpel sind. Netter Versuch. Okay, Versuch, was ich wird. Ich frage mich, haben wir alle gleich viel bekommen? Nein, du hast weniger gekriegt. Das gefällt mir aber nicht. Das gefällt mir nicht. Wieso weniger? Weil wir ihn verscherbeln mussten, verflucht. Und vergiss nicht, wir hätten dir gar nichts geben müssen. Ja, das stimmt. Das stimmt, mein Freund. Geil, eine neue Quest. Ja! Gott sei Dank sind wir hier jetzt nochmal gelandet, ne? Ohne Witz, ne? Gott sei Dank. Wir wollten ja zu Müller Wojcik. Sehr schön. Oh. Wir fragen aber trotzdem nochmal nach Andreas nach dem Ring, ob der was weiß. Leute ausrauben, sehr geil. Ja, machen wir mal. Wenn ich jemanden ausraube. Bin nicht interessiert. Okay, ja. Natürlich ist er interessiert. So, Fritzele. Alte Hütten. So. Weshalb brauchen wir eigentlich Andreas? Warum brauchen wir Andreas eigentlich? Ohne ihn bleibt mehr für uns. Falls du es noch nicht bemerkt hast, Gott und die Welt kommt in seine Schenke. Andreas weiß alles, was sich so in der Gegend zuträgt. Und wir müssen die Beute irgendwo verhökern. Das ist kein Kinderspiel. Ja, das stimmt. Ich hörte, ihr habt vor, die hiesigen Schurken abzuziehen. Das wäre was, oder? Sonst haben wir bald nicht mal mehr einen Pisspot. Und der Wirt hier könnte dabei behilflich sein. Ganz genau. Und wo liegt das Problem? Er meint, wir wären dem nicht gewachsen. Versuch du, ihn zu überreden. Das hast du schon immer gut gekonnt. Oh, und sag ihm, ich hab dich geschickt. Sonst jagt er dich zum Teufel. So, frag Fritz, wie die Dinge mit Andreas dem Wirt stehen. Schließe mit Andreas dem Wirt einen Handel ab. Jetzt wird's lustig. Aber wie soll ich ihn überzeugen? Weißt du, wie ich Andreas überzeugen könnte? Rede über Geld. Das war's? Ja, unser Freund der Wirt kann den Hals nicht voll genug kriegen. Ah, genau mein Typ. So, dann danke dir erstmal. Ah, ich wollte eigentlich zum Wojcik, ne?
Ich wollte eigentlich zum Wojciech jetzt. So, ich guck mal, ob hier einer ist. Hier ist keiner. Hey, Jungs. Das Geschäft brummt ja bei dir, ne? So, Andreas, ich hänge hier fest. Grüße dich, mein Freund. So. Fritz schickt mich. Für mich. Ich würde gerne... Ah, dem Herrn verlangt es nach Wein aus dem Keller. Ich hab ihn gleich da hinten. Hä? Ganz recht, mein Freund. Ganz recht. Zeig mir den Weg. So, dann können wir in Ruhe, denke ich mal, Fachsimpeln. Komm, lauf. Ich denke mal, dass wir dann umgestürzt sind. So, ich mache hier mal die Tür zu, muss ja nicht keiner mitkriegen da. Wo ist der jetzt hin? So. Also gut, nochmal. Fritz hat dich also geschickt. Ja, das war seine Idee. Hör mal, ich kann Fritz gut leiden. Kannte seine Mutti. Aber Matthäus spinnt. Leute ausrauben. Nur die, die es verdienen. Und du glaubst, das stört unseren werten Lehnsherrn nicht? Ist dir klar, in was für eine Scheiße ihr geraten könnt? Das ist eine Nummer zu groß für euch. Warum glaubst du nicht an uns? So, wir könnten ihn mit allem überzeugen, das ist sehr schön. Ich meine das ernst, ich komme wieder. Es herrscht Krieg, niemand würde uns erwischen, es gibt viel zu holen. Sehe ich so aus, als würde ich mich erwischen lassen. Wir versuchen es mal, es gibt viel zu holen, wir werden es natürlich schaffen. Es gibt viel zu holen und du hättest fast kein Risiko. Ich würde also einen Anteil bekommen, ja? Und was für einen? Also schön. Aber ihr werdet eine Verkleidung brauchen. Welche Verkleidung? Denkt nach. Ihr könnt nie sicher sein, dass keiner euch sieht. Ah, das ist wahr. Wir müssen uns anders kleiden, oder? Seht euch an wie Kuman. Was? Was? Ist doch logisch. Jeder weiß, dass die plündern. Wenn einer von Kuman ausgeraubt wird, fragt keiner nach, wer es war. Stimmt. Aber dafür brauchen wir Kumanenrüstungen. Die von einem Anführer. 3 Stück. Was? Was? Wegen der Helme. Dank ihnen wird euch dann keiner erkennen. Und wo zum Geier sollen wir die herbekommen? Bei Scarlets treiben sich Kumanenbanden rum. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, wo man sie findet. Sollen wir etwa ein Kumanenlager überfallen? Vor einer Sekunde warst du noch mordswichtig und mir nichts, dir nichts, verlierst du die Nerven. Aber ein ganzes verdammtes Lager? Nein, Späher oder Deserteure. Am besten die, die sich abseilen oder leichter Beute machen wollen. Selbst Kuman müssen mal schlafen. Boah, willst du mich verarschen? Was passiert denn noch in der Bude? Wie steht's? Gibt es hier in der Gegend Probleme? Nichts, womit wir nicht fertig werden. Oh, fuck! Okay, ist eine Menge Holz hier, alter Schwede. Da haben wir doch jetzt eine größere Aufgabe. So, wir, nichtsdestotrotz, wir gucken natürlich jetzt mal, was hier Sache ist. Beziehungsweise, wo es die Lager gibt. Boah, Alter, wie weit sind denn die weg? Hier ist U-Schütze, hier ist U-Schütze. Hier ist eigentlich einer gleich in der Nähe. Zu D. Das könnten wir eigentlich machen. Jetzt heute in der Folge. Zumindest schon mal beginnen. Ich hoffe, es geht gut. Ich hoffe, es geht gut, Freunde. Ja. So, dann machen wir das natürlich mal. Kumanenlager. Aber dass wir gleich Boss-Dinge brauchen, ne? Alter, leg mich am Arsch. So, Waldmensch. Da, da, da.
Was? Ich höre Stimmen. Soll was sein hier. Wer bist ist da du? Jemand? Hey, wer ist da? Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? So, was haben wir denn hier? Die Groschen natürlich. Okay, war eine kleine Übung jetzt. Okay, hier ist keine. Okay. Entschuldigung, war eine kleine Übung. Zu dem, was uns gleich bevorsteht. Ja. Im Waldgrad natürlich. Ja. Sind das die Kumane? Nee, oder? Ja, geil, Mann, ne? Oh. Schnauze. Kumanische Shika, kumanisches Gutzeug. Wir könnten das eigentlich alles mitgehen lassen, ne? Was willst du? Oh, sind gleich zwei hier von den Jungs. Oppi Giabo! Okay, Jungs. Oh.
Oh oh. Fuck. Das ist mein Glas. Was? Smörebröt, Smörebröt. Fuck! Wo bin ich jetzt gestorben? Ich hoffe, wir müssen jetzt. Ach, fuck. Oh, ich hab Tränen in den Augen. Ach Gott, ich hoffe. Ach, leg mich doch. Ich hoffe, der hat jetzt zwischengespeichert. Wir haben ja gelevelt, ne? Wir haben ja gelevelt. Uiuiui. So, ich höre die Stimme, ich glaube, ist noch in der Kneipe. Kann ich irgendwie helfen? Ach, Scheiße, ey. Oh. Pass etwas besser auf. Oh, Mann, ey. Der hat tatsächlich in der Zwischenspeicher, willst du mich verarschen? Okay, Matthäus, Fritzle. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? So, wir machen das natürlich nochmal durch. Warum brauchen wir Andreas eigentlich? Ohne ihn bleibt mehr für uns. Falls du es noch nicht bemerkt hast, Gott und die Welt kommt in seine Schenke. Andreas weiß alles, was sich so in der Gegend zuträgt. Und wir müssen die Beute irgendwo verhökern. Das ist kein Kinderspiel. Das stimmt. Ich hörte, ihr habt vor, die hiesigen Schurken abzuziehen. Das wäre was, oder? Sonst haben wir bald nicht mal mehr einen Pisspot. Und der Wirt hier könnte dabei behilflich sein. Ganz genau. Und wo liegt das Problem? Er meint, wir wären dem nicht gewachsen. Versuch du, ihn zu überreden. Das hast du schon immer gut gekonnt. Oh, und sag ihm, ich hab dich geschickt. Sonst jagt er dich zum Teufel. Das machen wir. Weißt du, wie ich Andreas überzeugen könnte? Rede über Geld. Das war's? Ja, unser Freund der Wirt kann den Hals nicht voll genug kriegen. Gut, dann hätten wir das heute. Auf bald, mein Freund. So, Andreas, mein kleiner Freund. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Gott segne dich, mein Freund. Leute ausrauben, das kannst du tun. Fritz schickt mich. Ich würde gerne... Ah, dem Herrn verlangt es nach Wein aus dem Keller. Ich hab ihn gleich da hinten. Natürlich. Ganz recht. Zeig mir den Weg. Gott sei mit dir. Gott sei auch mit dir und jetzt zack ich hier. Wir wollen ja heute noch fertig werden. Gibt's hier was zu essen? Willkommen. Willkommen eigentlich, wolltest du sagen, ne? Ja. So, jetzt sind wir hier natürlich ungestört. So sprich, mein Freund. Fritz schickt mich. Hör mal, ich kann Fritz gut leiden. Kannte seine Mutti. Aber Matthäus spinnt. Leute ausrauben. Nur die, die es verdienen. Und du glaubst, das stört unseren werten Lehnsherrn nicht? Ist dir klar, in was für eine Scheiße ihr geraten könnt?
Das ist eine Nummer zu groß für euch. Warum glaubst du nicht an uns? Es herrscht Krieg, es gibt viel zu holen. Sehe ich so aus, als würde ich mich erwischen lassen. Ich meine das ernst. Wir machen mal, es herrscht Krieg. Das andere haben wir ja gerade gehabt. Wir machen mal das obere. Wir wären zu viert und es herrscht Krieg, verflucht. Niemand würde uns erwischen. Also schön. Aber ihr werdet eine Verkleidung brauchen. Welche Verkleidung? Denkt nach. Ihr könnt nie sicher sein, dass keiner euch sieht. Das ist wahr. Wir müssen uns anders kleiden, oder? Seht euch an wie Kuman. Was? Ist doch logisch. Jeder weiß, dass die plündern. Wenn einer von Kuman ausgeraubt wird, fragt keiner nach, wer es war. Stimmt. Aber dafür brauchen wir Kumanenrüstungen. Die von einem Anführer. 3 Stück. Was? Wegen der Helme. Dank ihnen wird euch dann keiner erkennen. Und wo zum Geier sollen wir die herbekommen? Bei Scarlets treiben sich Kumanenbanden rum. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, wo man sie findet. Sollen wir etwa ein Kumanenlager überfallen? Vor einer Sekunde warst du noch mordswichtig und mir nichts, dir nichts verlierst du die Nerven. Aber ein ganzes verdammtes Lager? Nein, Späher oder Deserteure. Am besten die, die sich abseilen oder leichter Beute machen wollen. Selbst Kumanen müssen mal schlafen. Okay. Dann hätten wir das auch mal. Sehr schön, beschaffe 3 Kumanenrüstungen. Ach, Biene Meier. So, es wurde hier nicht zwischengespeichert. Ist natürlich doof. Wir werden aber jetzt trotzdem den Weg auf uns nehmen. Und werden mit unserem Gaul mal da gepflegt hinten nach hinten. Entschuldigung, rüber reiten. Ne? Ich wollte schon mal Plätze sorgen. Wenn wir da rüber reiten und werde aber hier abspeichern und dann versuchen wir es nochmal in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Einschalten und dann geht's morgen auf Kommunenjagd. Macht's gut, Servus. Wir wollen eigentlich zum Wojciech, aber wenn wir hier schon mal sind, nehmen wir mal das Lager in Angriff in diesem Sinne. Macht's gut, bye bye. Ciao. Euer Franconia.